Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um ein Attentat auf Tekashi 6ix9ine und 50 Cent. Was geht nur in den Vereinigten Staaten ab? Rapper zu sein, gleich dem Geburtsland der Hip-Hop-Kultur, heutzutage beinahe als Garantie dafür, das Opfer eines gewaltsamen Angriffs oder eines bewaffneten Attentats zu werden. Nur Wochen nachdem Tekashi 6ix9ine entführt und zusammengeschlagen worden war, gibt es nun den nächsten Angriff auf den kontroversen Platin-Rapper. Wie das Magazin TMZ berichtet, haben Tekashi 6ix9ine und Rap-Legende 50 Cent gestern Abend ein gemeinsames Musikvideo in Brooklyn gedreht, als es plötzlich brenzlig wurde. Wie Augenzeugen berichten, fuhr während des Drehs gegen 10.30 Uhr ein weißer Porsche mit einem Kennzeichen aus New Jersey vor. Plötzlich eröffnete eine Person aus dem Fahrzeug heraus das Feuer und gab mindestens 11 Schüsse auf die Rapper ab. Danach raste der Wagen davon. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Polizei ist aktuell noch dabei, das Material der Überwachungskameras auszuwerten, hat bisher jedoch noch niemanden in Gewahrsam genommen. Den Patronenhülsen nach zu urteilen, wurde eine halbautomatische 9mm Waffe verwendet. Obwohl der Bundesstaat New York das strengste Waffengesetz des USA hat, ist der Besitz solcher Waffen völlig legal. Einige Fans und auch TMZ merken an, dass erst vor einigen Monaten auf den Rapper Chief Keef in einem ähnlichen Szenario geschossen wurde. 6ix9ine hatte zu diesem Zeitpunkt eine Auseinandersetzung mit dem 23-Jährigen. Eine Verbindung dazu will das Magazin allerdings nicht ziehen. Nicht näher genannte Quellen geben nach Angaben des Magazins an, dass die Schüsse eventuell gar nicht den beiden Rappern galten. Die Polizei hingegen geht eher von einem konkreten Angriff auf 6ix9ine und 50 Cent aus. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.